Und willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Auf dem Weg zum nächsten Brutstätte. Da lang. So, in der letzten Folge mussten wir die letzte ja zweimal machen. Das hat mich sehr gefreut und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Nicht! Aber aus Fehlern lernen wir. Der ist echt sauer. Das ist schön für ihn. Ja, komm. Ob das ein bisschen Erfahrungspunkte dazu verdienen. Okay, also das ist jetzt hart übertrieben, wie wir unsere wie wir die hier jetzt einfach umnieten. Ist ja krass. So. Aber der Weg ist eindeutig. Müssen nur ein bisschen aufpassen, dass nicht irgendwo Krokodile durch die Gegend laufen. Wobei, ich glaube, mittlerweile sind auch die keine Gefahr mehr, der neuen Rüstung sei Dank. Diese neue Rüstung ist echt übertrieben hart. Das sage ich immer wieder. Muss ich aber auch, weil das echt lächerlich ist, wie wenig Schaden wir jetzt bekommen. Aber egal. Alles ist gut. Dementsprechend geht die nächste Dingens hier vermutlich umso schneller. Hier ist ein Lager. Na, das passt sich ja sehr gut. Was haben wir denn hier? Kultisten. Zip. Ui. Was machen die hier? Ja, scheiße sein. Wie immer. So. Wer schießt da auf mich? Ivors ganz allein. Vielleicht noch. Gegner. Hier wird gar nichts flankiert. Hier wird eher blanchiert. Und zwar euer Kopf. Wo kam der Schuss her? Von da oben. Hat er gesessen? Also gesessen hat er schon, aber nicht tödlich. Jetzt aber. Ich habe ihn zwar gar nicht gesehen, aber das macht nichts. Irgendeinen Haken muss der Spaß hier haben. Grabungsschlüssel. Okay. Noch ein Grabungsschlüssel. Sehr interessant. Aber ich glaube, den brauchen wir wahrscheinlich. Damit wir dort überhaupt reinkommen. Hinauf. Denn irgendwo hier soll wohl kein Platz mehr. Die nächste. Aha. Aha. Hier ist vermutlich die nächste Brutstätte. Interessant. Das nehmen wir mal direkt in die Quests auf. Für Stufe 18. Oh, zwei mit einem. So, können wir hier irgendwas schon erkennen? Können wir vermutlich so eine Art Abkürzung nehmen? Oder auch nicht. Das hat nichts zu bedeuten an der Stelle. Das ist noch nicht die Brutstätte. Das hier war mal eine Brutstätte. Ah. Aber die Wildnis ist eingedrungen. Und jetzt auch der Feind.
ist ja sehr interessant hier alles. Ein Angriff! Ja. Hab ich dich! Nope! Hast du nicht. Diese Nora ist über uns! Die Nora verhängt sich, verheddert sich hier in euren komischen Bauten. Ich dachte, ich kann hier mit den Quests. Die Dinger, den Wegpunkt besser aktivieren. Aber irgendwie. Ah, geht doch. Es muss einen Höhleneinsturz gegeben haben. Und er muss heftig gewesen sein. Diese Rüstung macht mich hier gerade irgendwie ein bisschen leichtsinnig, was das Laufen angeht. Schlechter Tag für einen von uns beiden. Du bist im So, hier bin ich. I don't care. Nicht aufgeben jetzt! Oh, komm. Mit solchen Moves kannst du mir hier an. Oh, jetzt liegt es am Boden und stirbt. So einfach läuft das. Hallo! Und da drüben ist auch noch einer gewesen. Ich wusste nur nicht mehr, welche Taste ich für diesen coolen Move drücken muss. Suche abbrechen, Ziel gefunden. So. Auf zum nächsten Punkt. Ich glaube, die haben nichts Besonderes. Wobei, die könnten vielleicht Tränke oder so ein Kram für mich bereit haben. Leider nicht. Na, hab ich schon. Dann mal hier den Weg entlang. Aber hier läuft gar nichts mehr. Ich sehe was. Du siehst nichts mehr. Du hast gar nichts gesehen, Kollege. Okay. Soll den Kern, aber wo ist denn der Kern? Aber hier runter oder so? Oder da entlang? Ich gehe mal hier entlang. Ich glaube, das sieht mir ein bisschen sicherer aus. Weil ich nicht wissen möchte, was die Kultisten hier alles gefunden haben schon. Etwas Wasser kann nicht schaden. Genau, wirst du auch mal wieder sauber, Mädel. So, wo bin ich denn hier jetzt eigentlich? Lalalala. Das sieht doch gut aus hier. Ja, das sieht gut aus. Also ein bisschen weiter rechts halten. Vielleicht auch einfach nur hier hochgehen. Ja, herrlich. Da vorne sind noch mehr Kultisten-Dudes. Was sind das da? Oh nein. Oh nein. Oh nein, ein fetter Habicht. Dann kennen wir uns jetzt ja. Wobei, ich muss mal in den Ding. Ich sehe nicht, was hier, was das sein soll. Ah nee, das ist nur. Das ist nur so ein Kern. Hey, kennt ihr den schon? Oh. Jetzt aber. Ich dachte eigentlich,
dass hier noch irgendwas kommt. Aber hier sind nur die Kultisten unterwegs. Und wir sind hier jetzt schon beim Kern angekommen. Und die wissen natürlich nicht, was man damit machen kann. Ich schon. Sehr schön. Mehr Maschinen, die ich überbrücken kann. Ha. Was hast du getan? Tötet die Winde! Erledigt sie! Ach toll, jetzt kommen die von allen Seiten. Das war ja wohl ein richtig blöder Griff. Kommen. Töpfe den Schatten. So, irgendwo da drüben ist jemand mit einem MG. Oh, das ist ja schon so nah dran. Oh, kam da gerade ein. Die Sonne kann dich jetzt nicht mehr retten. Tatsächlich. Freunde von mir. Alles Freunde. Das wissen sie noch nicht. Und, weil ich es gerade gesehen habe. Lohbehälter. Explodier mal für mich. Sind noch mehr Gegner? Dann noch so wenige hier. Voll die Post ab. Haben wir es jetzt? Seid ihr jetzt soweit? Habt ihr jetzt zu Ende? Oder nicht? So, ich muss jetzt den Ausgang finden. Ich würde mal sagen, von dort, wo die Viecher reingekommen sind. Hier? Au. Hm. Okay, hier ist der Ausgang. Nicht? Eigentlich würden wir ja sonst nach oben gefahren werden mit dem Fahrstuhl. Aber irgendwie hier jetzt nicht. Der Weg ist versperrt. Wo haben wir denn jetzt noch überhaupt einen Weg? Wie sieht es denn hier aus? Nö. Hier? Nee. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Schildkröte. Das ist eine Schildkröte. Ein anderer Roboter, den wir noch nicht gesehen haben. Zwei Augen, ein paar Zähne. Das ist eindeutig eine Schildkröte. Aber irgendwo hier muss es noch einen Ausgang geben. Ja klar. Natürlich auch hier so hoch jumpen. Und einfach hier entlang. So, ist das der Ausgang? Oder ist das nicht? Doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Mal gucken, wie viele Kultisten uns hier noch auf dem Weg lauern. Und über den Weg laufen.
war ja schlecht. Boah, Hirsche im Dunkeln. What's that? Hinter mir? Jungs, kommt mir jetzt so ums Eck. So, war das jetzt alles? Hab das? Okay, hier ist noch mehr von Gaias Zauberwerk. Aber ich glaube, das war noch nicht der letzte Pirsche. Aber ich glaube, das ist der Ausgang. Gucken wir doch mal. Wirklich. Klettere die Säule hoch, um zu entkommen. Da vorne. Was haben wir denn hier? Das sind nur Menschen. Menschen sind keine Ziele. Bei der Liebe der Sonne. Putz. Das hier jetzt auf einmal. Da kommt ein Bürger von der Seite an. Angehauen. Und noch mal ein guter Treffer hinterher. Da oben hockt noch einer. Zwei sogar. Not bad. Und noch einen kritischen Treffer, den Overkill liefern. Level up, das gefällt mir. Oh, Junge! Ach, da ist die Rampe oder die Säule, von der gesprochen wurde. Wollen wir mal hier hochklettern? Moment, kann ich hier irgendwie noch was machen? Nee, scheinbar nicht. Okay, da hinten wird gerade auf mich geschossen. Jetzt, Aul, ehrlich mal. Aber es ist zumindest schön, wenn ich hier alles Mögliche versuchen, um mich aus der Bahn zu werfen. Na gut. Spielt immer weiter. Noch mehr Verluste verkraften wir nicht. Irgendwie alles hintereinander. Aber wie schnell die reagieren, wann die einen von den Robotern besiegen müssen und dann vielleicht mich angreifen müssen. Oh, das war ja ein Scan. Sehr cool. Ziel gesichtet. Nope, weil deine Lichter sind aus. Okay, das sieht gut aus hier. Also, Level up gehen jetzt definitiv deutlich schneller mit der Rüstung. Und ich glaube... Komm, haben wir es jetzt? Haha, ein Ausgang.
ihre Fertigungsmission. Sie haben sich dann verabschiedet. Okay. Hier einfach raus und überlasse ihr Schicksal. Ich speichere hier lieber. So. Ich bin zufrieden. Wir haben wieder eine Brutstätte geschafft. Jetzt können wir auch den nächsten Weg angehen. Jetzt frage ich mich, wo ist die letzte Brutstätte? Eine Brutstätte ist ja eigentlich noch offen. Kleiner Moment. Und wir haben definitiv alle Langhälse schon eingenommen. Also irgendwo muss ich eine Brutstätte verstecken, die wir noch nicht haben. Moment. Jagdgebiete sind auch noch drin. So. Eine Brutstätte fehlt. Eine einzige Brutstätte ist irgendwie abhanden gekommen. Haben wir hier noch irgendwas nicht entdeckt oder so? Ich verstehe es nicht. Brutstätten. 1, 2, 3, 4. Aber wir wissen, dass wir noch nicht alle Brutstätten haben. Ärgerlich. Sehr ärgerlich sogar. Okay, aber wir machen hier jetzt die Schnellreise nach Meridian. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich mache eine kleine Pause. Gönne mir noch ein bisschen. 5 Minuten. Oder vielleicht auch 10. Und dann geht's weiter. Ich habe nämlich das dumpfe Gefühl, dass ich irgendwie Bock habe, über diese Nacht, in dieser Nacht dieses Spiel durchzuspielen. Und ich glaube, das schaffe ich sogar. Weil so viel kommt nichts. Wir müssten theoretisch schon in der letzten Quest sein, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, alles, was wir jetzt machen, ist Bonus und Umweg. Aber trotz allem finde ich die Brutstätten ziemlich nice, deswegen nehme ich die gerne auch mal mit. So, damit der Weg für den nächsten Part nicht ganz so weit ist, laufe ich den hier schon mal, bevor ich in die Pause gehe. Nach dieser wunderschönen, unglaublich chilligen und entspannten Ladesequenz, auf der ich immer so gerne rumhacke. Die sind so lang. Ich glaube, ich brauche echt mal eine SSD-Festplatte für meine Playstation. Langsam will ich so ein bisschen mit auf die Mode springen. Alles auf SSD umstellen und sowas. 5 Terabyte SSD-Festplatte, wer braucht es nicht? Also, weiß nicht. Ich glaube, das wäre ein bisschen übertrieben. Und da sind wir. Im wunderschönen Meridian. Hier können wir nochmal ein bisschen speichern. Und wir laufen einfach gegen diesen Karren. Ich habe den ganzen Tag geschuftet. Mein Feierabendbier habe ich mir heute richtig. Feierabendbier wäre schon was. Jetzt zum Corona. Wo ist Cass, wenn man den mal braucht? Der bringt sonst immer Corona mit, wenn er zu Besuch ist.
Aber ich habe noch ein bisschen anderes Zeug zum Kühlschrank, fällt mir gerade so ein. So. Da ist es. Unser wunderschöner Palast, in dem wir mit Leuten sprechen müssen. Das machen wir aber. Wir müssen mit Avat sprechen. Nicht jetzt, sondern wie gesagt, in der nächsten Folge. Also, bis bald und so.